Hey YouTube, willkommen bei SeWat. Gestern fand ja die WWDC 2013 statt und die konnte man sich auch im Stream angucken. Deswegen werde ich jetzt nicht alles zusammenfassen. Wer sich das angucken möchte, kann das auf der Apple-Seite tun. Aber ich werde zu einigen Sachen meinen Kommentar abgeben, was ich gut fand, was ich schlecht fand und so einen groben Überblick mal eben geben. Ganz spannend fand ich dieses Anki Drive. Was es hier gab, das sind so kleine Roboter, die auf einer Rennstrecke rumfahren und durch ein iOS-Gerät via Bluetooth verbunden gesteuert werden. Persönlich finde ich es eine schöne Spielerei, mehr auch nicht. Bleibt auch zu warten, was die kosten werden, wenn sie dann im Herbst auf den Markt kommen. Aber ist ein nettes Spiel, erinnert so ein bisschen an Road Rage, was es mal fürs iPad gab, nur halt mit echten Fahrern. Oder echten Fahrern, nee, nicht, sondern echten Autos. Dann kamen wir zu dem ersten großen Hauptthema und das war macOS 10, also ja, das neue Betriebssystem für den Mac. Und das hieß nicht C-Line, wie vielleicht erwartet wurde und wie da rumgespaßt wurde, sondern es hieß kalifornisch richtig original Mavericks. Und es sieht so aus, dass es zum Beispiel Finder Tabs bekommen hat. Finder Tabs kennt ihr ja vom Safari schon. Und das Ganze gibt es jetzt hier auch im Finder, also diese kleine Leiste hier oben, dass ihr jetzt dazwischen wechseln könnt, ohne ein extra Fenster zu öffnen. Ob man das nutzen wird oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, dass ich es nicht groß nutzen werde, aber abwarten. Dann gibt es jetzt Tags. Das sind Suchbegriffe, nachdem man, oder Wörter, die man eintragen kann, nachdem man dann suchen kann. Und entsprechend werden die Dateien dann sortiert. Ja, ist ganz nett. Man kann halt mehrere Tags vergeben und dadurch könnte man eventuell, wenn man das sorgfältig immer nachhält, dann leichter seine Daten wiederfinden, die man vor 2, 3 Jahren mal auf den Rechner gezogen hat. Was mir besonders gut gefiel, und da bin ich Ihnen sehr dankbar für, dass Sie das endlich integriert haben, was mehr als Zeit wurde, Multiple Displays. Das heißt, wenn man jetzt einen Vollscreen-Modus macht auf einem Bildschirm, dann hat man den zweiten Bildschirm nicht mehr grau, warum auch immer Apple das bisher hatte in Mountain Lion. Jetzt kann man den zweiten Bildschirm völlig frei selber benutzen. Das heißt, man kann da auch ein Vollbildprogramm drauf laufen lassen. Man kann es mit verschiedenen offenen Fenstern nicht im Vollbildmodus laufen lassen. Man kann zwischen den einzelnen Desktops hin und her swipen und das ohne, dass der zweite Bildschirm da auch mitgeswiped wird und all sowas. Also das wurde mehr als Zeit, man kann das Dock deutlich leichter verschieben. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass sie das Ganze mit der AirPlay Sync verbunden haben und man jetzt das Apple TV auch als dritten Bildschirm voll nutzen kann und nicht nur als Anzeigebildschirm des Bildschirms, an dem man eh arbeitet und das synchronisiert wurde, sondern jetzt kann man den als vollständig eigenständigen dritten Bildschirm nutzen. Außerdem wurde alles natürlich schneller gemacht. Hauptsächlich interessant ist dabei laut diesem Crack hier Timer Coalescing. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann AppNap und Compressed Memory. Gucken wir uns das erste mal an. Timer Coalescing. Das bedeutet einfach, wenn man hier diese CPU-Anzeige sieht, dann muss man sich das so vorstellen, dass das ganz viele kleine Striche sind, die da bis zu den Spitzen hochgehen. Und diese kleinen Striche sind die CPU-Auslastung, das heißt, sie geht ganz schnell hoch und fällt sofort wieder runter. Und diese Übergänge von hoch nach runter, die kosten alle sehr viel Energie und CPU-Auslastung. Und das wird durch dieses Timer Coalescing verbessert und in einzelne weniger Strings zusammengefasst. Das heißt, der Prozessor muss nicht hochfahren und sofort wieder runter, um gleich wieder hochzufahren, sondern er fährt hoch, bleibt ein Stückchen oben, fährt wieder runter, bleibt länger unten, fährt wieder hoch und so weiter. Und dadurch soll man eine 72% geringere CPU-Auslastung bekommen. Dann Compressed Memory. So sieht das aus, wenn man seine kompletten 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher gebraucht. Das ist fast nie der Fall und deswegen gibt es immer diesen inaktiven Speicher, der gebraucht wird, falls man auf irgendwas anderes wieder zurückgreifen möchte. Dieser wird jetzt einfach komprimiert. Und dadurch entsteht weiterer freier Arbeitsspeicher, der halt auch genutzt werden kann, ohne dass das ganze Inaktive auf die Festplatte, also auf die normale Festplatte zurückgebracht werden muss und so weiter. Sorgt auch wieder für Geschwindigkeit.
Dadurch wird das Ganze halt 1,4-fach schneller als Mountain Lion, was die Reaktion auf Befehle angeht. So, hier sind noch ein paar andere Sachen, die dann über Safari erzählt wurden. Gehe ich nicht weiter darauf ein. Fand ich persönlich nicht so spannend. Es ist ein bisschen schneller geworden. Es ist ein bisschen übersichtlicher geworden, meiner Meinung nach. Aber das war es dann auch schon. Diese neue Reader-Funktion, die es da gibt und so, die könnt ihr euch dann im Video mal in Ruhe angucken von Apple. Das war jetzt meines Erachtens nicht besonders spannend, aber ganz nett und ja, so ein kleines Gimmick mehr oder weniger. Was dann ein großes Gimmick oder was ich halt genial finde, gerade weil es auch wirklich wieder sinnvoll ist, ist AppNap. Das heißt, hier seht ihr dieses Bild von dem Browser. In diesem Browser läuft ein Video und das zieht relativ viel Arbeitskraft des Rechners auf sich. Ihr seht das hier rechts, haben sie so einen Einspielbalken hingesetzt, der ist im gelben Bereich, also eine mittlere Arbeitsrechenintensität braucht der Rechner für diese App. Und wenn man jetzt zum Beispiel iTunes einfach darüber legt, das heißt, das Safari-Fenster mit dem Video ist direkt darunter, dann fällt das runter und ja, die App rechnet im Grunde gar nicht mehr darunter, sondern das Ganze ist jetzt durch iTunes ja, mehr oder weniger ausgeschaltet und wenn man das wieder wegnimmt, dann ja, sieht das wieder so aus. Das heißt, dann geht die Rechenleistung oder ist der Rechenbedarf wieder höher. Außerdem wurde iCloud Keychain vorgestellt, kommt auch mit Mavericks, ist eine ganz nette Sache, kennen wir alle schon aus OnePassword, aber jetzt ist es halt dabei und kostenlos und ja, schadet ja nicht. Ob man es nutzt oder nicht, ich habe es bisher auch immer gut ohne OnePassword ausgehalten. Notification Center wurde noch überarbeitet. Jetzt kann man auch FaceTime-Anrufe da direkt sehen und vor allem, was ich besonders wichtig finde, man kann sie auch dort direkt mit einer Nachricht bloggen. Das kennen wir ja schon aus iOS 6, da geht das ja auch schon, dass man einfach sagt, jo, ich rufe in 15 Minuten zurück oder so, so voreingestellte Nachrichten, die man durch einen Klick einfach auslöst. Das gibt es jetzt auch hier im Notification Center bei FaceTime. Man kann in iMessage direkt antworten, um das Programm selber zu öffnen und solche Späßchen. Außerdem gibt es das Ganze jetzt auch im Lockscreen. Das heißt, wenn man den gerade erst erwacht hat, den Rechner, sein Passwort nicht eingeweiht, dann bekommt man so eine Übersicht, was alles neu ist. Also hier 4 neue Mails, 10 neue iMessages und 16 Updates. Das heißt, auch in diesem ähnlichen PowerNap kann der Rechner jetzt, wenn er im Ruhezustand ist, Apps aktualisieren. Das Ganze gilt übrigens auch für iOS. Auch da ist das jetzt möglich. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, aber ich denke, man kann das auch ausschalten, dass man immer noch selber die Kontrolle behält. Dann wurde viel auf den Kalender eingegangen. Fand ich jetzt auch nicht so spannend. Sah ganz schick aus, aber das war's dann auch. Man kann jetzt so Geh- und Anreisezeiten etc. mit hinzufügen zu einem Termin. Ja, ganz nett. Dann kam Maps endlich auf den Mac und auch wenn ich kein großer Maps-User bin, wurde es eigentlich doch Zeit, dass sie das von iOS-Geräten auch auf den Mac gebracht haben. Und was besonders schön ist, wenn man jetzt hier seine Route geplant hat, kann man das auch direkt aufs iPhone schicken, um sich dann navigieren zu lassen. Das heißt, man plant zu Hause am Rechner in aller Gemütlichkeit seine Route und wenn man dann losgeht, dann schickt man sich das einfach aufs iPhone, das landet direkt im Lockscreen und man kann loslegen. Außerdem, was mir sehr gut gefällt, ist, dass iBooks rausgekommen ist. Auch das gab es bisher nur auf iOS-Geräten. Jetzt kann man sich die Bücher, die man eh schon besessen hat, auf dem iPad und iPhone, auch endlich auf dem Rechner selbst angucken. Es hat mich irgendwie gestört, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es groß genutzt hätte oder jetzt nutzen werde, hat es mich doch gestört, dass wenn ich am Rechner bin, mein iPad jetzt gerade irgendwo anders ist, dass ich dann nicht in ein Buch gucken konnte, um irgendwas nachzulesen oder sonst irgendwas. Ich fand es einfach überflüssiger, so kompliziert sowas zu programmieren kann es ja nicht sein. Und ja, jetzt haben sie es endlich integriert. Sehen wir das, man kann natürlich auch Notizen machen, die ganzen Funktionen, die ihr eh schon von iBooks kennt. Hier haben wir nochmal den Kalender mit den Gehzeiten, was ich vorhin schon erzählte. Ja, ganz nett, aber mich interessiert es jetzt nicht so. Dann wieder spannender, Mavericks kommt dann in der finalen Version im Herbst raus. Und das, ja, genau Datum steht noch nicht fest, aber ich vermute mal, das kostet wieder seine ja, 29 € oder so, um das dann abzudaten von Mountain Lion. Dann wurden die neuen MacBook Airs vorgestellt. Optisch hat sich nichts verändert, aber es hat sich innerlich viel getan und vor allem wurde Wert gelegt, dass die Batterie länger hält, der Akku länger hält. Das Ganze durch den neuen Haswell-Chipsatz
Und noch so anderen Tweaks haben sie da, ja, haben sie genutzt, damit die Akkulaufzeit deutlich verlängert wurde. Und das sehen wir jetzt hier. Das sind die alten Zeiten. 11 Zoll MacBook Air hatte 5 Stunden Akkulaufzeit, das 13 Zoll MacBook Air hatte 7 Stunden. Jetzt hat das 11 Zoll 9 Stunden und das 13 Zoll hat 12 Stunden Akkulaufzeit. Natürlich, wenn man das unter Volllast betreibt, dann ist das was anderes, dann wird das nicht so lange halten, aber so im groben normalen Office-Anwendung etc. wird das reichen und angeblich 10 Stunden Filmwiedergabe beim 13 Zoller MacBook Air. Damit geht es schon richtig in Richtung iPad. Finde ich ganz ordentlich. Gefällt mir sehr gut, weil diese Geräte müssen ja mobil sein. MacBook Air, deswegen kauft man sich ein MacBook Air, kein MacBook Pro. Wobei ganz ehrlich, das MacBook Air 13 Zoll oder MacBook Pro 13 Zoll, vom Preis her ist das ein großer Unterschied. Aber ansonsten, von der Portabilität war das bisher nicht der große Unterschied. Das kommt jetzt wieder. Das ist mehr so ein bisschen die starken Netbooks mit den richtig starken Notebooks, so der Vergleich jetzt MacBook Air, MacBook Pro. Aber Netbook ist eigentlich schon wirklich ein Schimpfwort im Vergleich, denn ich weiß zum Beispiel, das Technikfaul hier, das editiert sogar seine Videos mit dem MacBook Air und auch das ist möglich. Von daher, ja, ist die Frage, ob man lieber dann mehr Akkulaufzeit haben möchte oder einen stärkeren Rechner, muss man sich dann entscheiden. Der Preis ist natürlich auch eine wichtige Sache. So, dann gab es eine neue AirPod Extreme und eine neue AirPod Time Capsule. Ist ja ganz schön, hat den neuen AC-Wi-Fi-Standard, das heißt, das Ganze läuft noch schneller als früher. Aber was ich ja, nicht so doll fand, ist der Preis. 2 TB, $299, 3 TB Hard Drive, $399. Wenn man sich überlegt, 3 TB ist klar, eine WLAN-Festplatte, okay, aber eine USB 3.0-Festplatte mit 3 TB kostet unter 100 Euro bei Amazon. Hier bezahlt man dann 400 Euro dafür. Ob das noch vom Preis her so alles gerecht ist, ja, ich weiß es nicht. Ich finde es überteuert, da hätten sie unbedingt mal den Preis irgendwie runterschrauben müssen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben den ganzen Geräten ein bisschen mehr Speicher spendiert. Das heißt, das MacBook Air hat jetzt 128 GB in der kleinsten Version, nicht mehr 64 GB. Und entsprechend führt sich das fort. Finde ich wichtig, weil mit 64 GB ist man wirklich nicht weit gekommen. Dann gab es einen kleinen Sneak Peek zum Mac Pro. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Sieht sehr schick aus. Wie bei Source Web Nerd gesagt wurde, wie ein kleiner schwarzer, runder, schöner Mülleimer. Und genau das ist es im Grunde auch. Es hat unglaublich viel Leistung. Man kann drei 4K-Displays parallel betreiben. Man hat den Thunderbolt 2.0-Anschluss sechsmal hinten drauf und so weiter. Eine Dual-Workstation-Grafikprozessoren und was nicht alles. Wahnsinnig viel Rechenleistung für professionelle Leute. Okay, klar. Ich hätte es auch gern, keine Frage, aber das wird vom Preis her so utopisch sein. Ja, also ich will, glaube ich, den Preis gar nicht lieber wissen. Eine nette Sache, wurde aber auch noch gar nicht so viel zu erzählt, weil sie da einfach nur mal ein bisschen Werbung für machen sollten. Soll erst später des Jahres kommen und wird dann auch erst später vorgestellt werden. Hier sehen wir das nochmal im Vergleich zum Mac Pro. Zum aktuellen Mac Pro ist es ja deutlich kleiner geworden. Dann iCloud. iCloud hat jetzt iWork bekommen. Das heißt, man hat iWork, was man ja kennt, das Office Suite von Apple direkt in die iCloud bekommen. Läuft entsprechend jetzt auch auf dem Windows-Rechner. Ist ganz nett, vor allem wenn man jetzt unterwegs irgendwo bei einem Freund irgend seine Dateien bearbeiten möchte, dann muss man jetzt nicht mehr gucken, dass sie kompatibel sind. Und ja, so ist das ganz nett. Aber ist halt auch eine abgespeckte Version. Ist also nicht das Pages, nicht die Keynote und nicht die Numbers-Version, die ihr auf eurem Rechner kennt, sondern das ist eher so die iPad-Variante, die man da bekommt. Und dann ging es zum zweiten wirklich spannenden Teil über und das war iOS 7. Und so sieht das Ganze aus. Es ist deutlich bunter geworden. Mir gefällt es recht gut. Ich hatte gestern, als ich mir die Keynote anguckt habe, am Anfang ein bisschen Probleme. Da gefällt es mir noch nicht so. Umso länger ich drauf gucke, umso besser gefällt es mir.
Und ich glaube, ich werde sogar mein iPhone jetzt schon frühzeitig auf iOS 7 updaten. Denn wenn ich jetzt auf mein iPhone gucke, wo ich mir das schon so lange angeguckt habe, da kommt es mir jetzt schon alt vor und ja, das stört mich ein wenig. Gucken, wie stabil es läuft, lasse ich erstmal die anderen testen und wenn es stabil läuft, dann werde ich es mir auch installieren. Der Hintergrund bewegt sich jetzt unabhängig von den Apps oben drauf mit, sieht so ein bisschen 3D-mäßig aus und sowieso ist das alles in Layers aufgeteilt. Das heißt, man kann immer ein bisschen drunter gucken, wie es da drunter aussieht. Im Grunde wurde alles komplett neu umgestellt und es gibt jetzt endlich, was Android-User schon seit Jahren hatten, Control Center. Das heißt, hier kann man dann endlich Wi-Fi einschalten, man kann Bluetooth einschalten, man kann den Schlummermodus einschalten, Flugmodus, man kann AirPlay einschalten, man kann auf die Kamera direkt zugreifen und was auch ganz neu ist, AirDrop, auch das kann man jetzt direkt von dem Control Center aus starten. Multitasking ist jetzt auch neu. Klar gab es vorher Multitasking auch schon, aber jetzt gibt es Multitasking für alle Apps. Das heißt, alle Apps können hintereinander laufen, sie werden nicht immer angehalten und das Ganze soll sich trotzdem nur sehr wenig auf die Batterieleistung auswirken. So sieht das neue Telefonmenü aus. Ich finde es eigentlich ganz schick, aber ja, wie das ganze Design gefällt, ist mir eigentlich recht gut. Es hat sich deutlich Android angenähert, das muss man sagen. Aber ich bin ja der Meinung, wenn etwas gut ist, dann kann man das auch ruhig nachmachen. Warum soll man immer das Rad neu erfinden? Nachmachen, verbessern, reicht völlig. Es muss nicht immer neu sein. Safari haben sie doch recht grob und gut ummodelliert, wie man das hier sieht. Das sind jetzt die einzelnen Tabs, nennen wir sie mal Tabs, die jetzt hier offen sind und man hat immer so eine kleine Vorschau. Man kann nach oben unten durchscrollen. Das ist, glaube ich, deutlich besser als immer dieses rechts nach links und immer nur eins. Und dann wieder weiter, 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 weiter. Da hat man sich manchmal echt tot gescrollt. Das ging hier in der Demo zumindest relativ zügig schnell. Man kann das Ganze mit einem Finger dann auch rauswischen und löschen. Die Tabs, die man nicht mehr braucht, man kann sie umsortieren und all das ist möglich. Sah sehr gut aus und generell muss man sowieso sagen, es sah so aus, als wenn man iOS 7 deutlich besser mit nur einer Hand bedienen konnte, als das bisher mit iOS 6 der Fall war. Auch hier gibt es wieder iCloud Keychain, also auch das ist hier nicht nur auf dem Mac geblieben, sondern auch aufs iPhone gekommen. Das heißt, die Passwörter werden auch hier gespeichert. Nochmal ein Bild von Safari und auch hier sieht man unten wieder diese schmalen Zeichen, die doch sehr an Android erinnern. AirDrop hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ganz kurz. Heißt, man kann wie auf dem Rechner jetzt Dateien hin und her schicken. Viele kennen das ja noch über die Bump-App, wo man dann ein bisschen schütteln musste und dann wurde das verschickt. Hier kann man jetzt über Peer-to-Peer-Connection und sonst was, über alles Mögliche seine Dateien austauschen und das mit Freunden teilen. Das können Fotos sein, das können Videos sein. Und was jetzt nicht gesagt wurde, ich hoffe es aber sehr, dass es auch Office-Dokumente sein können, die man hin und her schicken kann zwischen Sachen, also aus Pages raus und so weiter. Kamera wurde auch ein bisschen neu gemacht, und zwar dieser Square-Modus ist hinzugekommen, dass man jetzt ein rechteckiges Foto machen kann, ähnlich wie man das ja von Instagram schon kennt. Dazu sind auch ein paar Filter gekommen. Ja, ich fand es ein bisschen überflüssig, dass sie das gemacht hätten. Das reicht auch so. Man macht das ja doch meistens eher in der Nachbearbeitung und muss das ja nicht gleich schon in diesem Square-Modus haben. Fotos werden neu sortiert mit den Informationen, die eh dabei immer aufgenommen wurden. Das gefiel mir sehr gut, denn bisher hatte ich das nämlich genau das, was sie im Video auch gezeigt hatten. Eine lange Liste meiner Bilder überhaupt nicht richtig sortiert. Jetzt werden die automatisch sortiert und bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann funktioniert. Aber ich stelle es mir ziemlich, ja, sinnvoll vor. Videos werden jetzt auch im Fotostream mit aufgenommen und können geteilt werden. Finde ich auch sehr gut, wobei ich da mir die Frage stelle. Man hat ja nur 4 GB iCloud Storage zur Verfügung. Reicht das denn auch, wenn ich jetzt die Videos mit reinpacke oder nicht? Bisher habe ich immer noch ein bisschen Platz gehabt, ohne mir einen neuen extra Space dazu kaufen zu müssen. Aber jetzt, ja, mit Videos da drin. Ja, man weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht bei mir. Siri wurde auch ein bisschen verbessert. Man kann jetzt auch Bluetooth und Wi-Fi über Siri an- und ausschalten. Man kann die Bildschirmhelligkeit darüber ändern und so weiter. Und das Ganze ist jetzt auch noch besser fürs Auto angepasst. Das heißt,
Sie haben mit verschiedenen Herstellern zusammengearbeitet und die integrieren so Mittelkonsolen, wo man dann Siri sich darauf anzeigen lassen kann, worüber man sein iPhone bedienen kann. Man hat die Home-Taste da, man kann darüber telefonieren und so weiter. Und das Ganze ist natürlich auch weiterhin sprachgesteuert. Das heißt, man kann seine SMS darüber schreiben oder E-Mails oder was weiß ich. Man kann sagen, call den und den und dann macht das alles über das Autotelefon und Siri. Also nicht Autotelefon, sondern Autoradio und Siri am iPhone dann. Das sind die Kooperationspartner. Man sieht vor allen Dingen, der VW-Konzern ist nicht dabei, was ich schade finde. Also wenn ich mir demnächst mal einen Bugatti gekauft hätte, dann ja, kann ich den leider nicht mit Siri benutzen. Schade, aber vielleicht gibt es ja irgendwie so Drittanbieter, Sony oder JVC oder wer sonst noch Autoradios baut, die dann für den Dienstschacht ja, Radios bauen, die auch gut mit Siri dann laufen werden. Der App Store wurde auch ein bisschen geändert. Hier sehen wir das jetzt mit Ages 6 to 8. Also man hat jetzt die Kategorie auch nach Altersaufteilung. Wenn man Kinder hat, finde ich das gar nicht verkehrt, dass die dann nicht so frei sich irgendwelche Apps runterladen können, sondern nur altersgerechte Apps. Dann gibt es auch noch Apps, die einfach auf die Region begrenzt sind. Das heißt, ich bin jetzt gerade an diesem Ort und zeig mir doch bitte an, was alles für Apps vielleicht in diesem Umkreis sinnvoll wären. Die Beispiele, die er da hatte, fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man auf einer Messe ist oder so, dann muss man nicht vorher irgendwie gucken, ja, hier zum Beispiel Cebit Go, was nicht alles für Apps da gibt, sondern man kommt dahin, man sieht, ah ja, das sind die Apps, die hier passen und fertig. Dann lädst du die halt runter. Der Player sieht jetzt ein bisschen anders aus, war jetzt meines Wissens oder meines Erachtens nicht so spektakulär. Sieht halt ein bisschen anders aus und dann gibt es jetzt aber das neue iTunes Radio. Viele hatten darauf ja schon spekuliert, iRadio. Das heißt jetzt iTunes Radio und ist um genau das gleiche wie Spotify. Da gibt es ja auch dieses Spotify Radio. Und man sucht sich ein Lied aus und der nimmt ähnliche Lieder und packt die dann in eine Playlist. Kann man anhören, kann man weiterspulen und so weiter. Und ja, das Schöne daran ist, dass es auch auf dem Apple TV läuft und weiterhin, dass es kostenlos ist. Man aber Werbung angezeigt bekommt, aber lieber kostenlos und Werbung als dafür was bezahlen. Und wenn man einen iTunes Match Account hat, der irgendwie 20 Euro im Jahr kostet und wirklich sinnvoll ist meines Erachtens, dann hat man sogar auch diese Werbung raus. Also von daher passt das schon. Das Ganze gibt es leider erstmal nur in US. Natürlich GEMA hier, da müssen wir erst verhandeln und so. Wenn das mit wie bei YouTube endet, dann ja, werden wir das wohl nie kriegen. Aber erstmal nur in den US. Außerdem FaceTime-Anrufe nur ohne Video, Audio gibt es jetzt auch. Man kann jetzt auch Leute blocken, die einem iMessages und sowas schreiben. All solche Sachen. Ganz nett, was sonst noch dabei gekommen ist, wurde aber nicht näher darauf eingegangen. Müssen wir abwarten, wenn wir es dann selber sehen können. Was auch noch ganz nett war, war dieses Lock. Ich habe den Namen vergessen, Activate iPhone. Das heißt, wenn einem das iPhone gestohlen wird, dann wird das jetzt, Moment, ich kann es euch sogar sagen, das steht bestimmt hier irgendwo drin auf der Seite, Activation Lock heißt es. Und wenn einem jetzt das iPhone geklaut wird, dann kann man hier das so sperren und löschen und jemand, der das dann findet oder geklaut hat und das behalten möchte, der kann, auch wenn er es neu aufgesetzt hat, nicht benutzen, denn man braucht die Apple-ID, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Und so viel dann also jetzt zu der WWDC 2013. Persönlich fand ich sie wirklich gut und was der Phil Schiller sagte, und das fand ich einen ziemlich geilen Kommentar, denn die haben die ganze Zeit ja immer auf Apple rumgesagt, ja, da kommt nichts mehr Neues und so. Und gerade mit dem Mac Pro und so, wo er das dann auch so sagte, hoffentlich kriege ich das noch so hin. Er sagte, we're no longer innovative, my ass. Und das haben sie wirklich gezeigt. Also sie haben wirklich hervorragende Sachen integriert. Vieles, was schon bekannt war, aber warum nicht? Und es hat sich wirklich gelohnt. Viele schöne neue Details, die sie mit reingebracht haben in die ganzen Geräte. Die Akkulaufzeit von so einem MacBook Air, das finde ich genial. Und von da aus bin ich begeistert von dem, was sie ja, hier präsentiert haben auf der Keynote.
Lasst mich eure Gedanken dazu wissen. Schreibt sie einfach in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann und tschüss.